Willkommen bei vereinfacher.de. Was ist ein eingetragener Verein? Diese Frage wird mir häufig in der Praxis gestellt. Mein Name ist Dirk Schwenn, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und euer Experte für das Vereinsrecht. Ein Verein ist dann ein eingetragener Verein, wenn er in das Vereinsregister eingetragen ist. Der Verein darf dann auch das Kürzel e.V., also für eingetragener Verein, in seinem Namen führen. Was ist nun aber der Unterschied zwischen einem eingetragenen und einem nicht eingetragenen Verein? Am besten lässt sich der Unterschied verdeutlichen mit einer Bahnfahrt, bei der man einen Sitzplatz hat, eingetragener Verein, oder bei der man die ganze Zeit stehen muss, nicht eingetragener Verein. In beiden Fällen kommt man zwar zum Ziel, aber doch unterschiedlich komfortabel. Auf den ersten Blick ist der nicht eingetragene Verein leichter zu gründen, weil man nur zwei Personen benötigt. Anders beim eingetragenen Verein, dieser wird nur dann eingetragen, wenn mindestens 7 Mitglieder vorhanden sind. Die wesentlichen Unterschiede bestehen aber beim Haftungsrecht. Zwar haften die Vereinsmitglieder weder beim eingetragenen noch beim nicht eingetragenen Verein für Verbindlichkeiten des Vereins. Der große Unterschied besteht aber darin, dass beim nicht eingetragenen Verein alle für den Verein handelnden Personen neben dem Verein persönlich und unbeschränkt für alle Rechtsgeschäfte handeln, die sie im Namen des Vereins abgeschlossen haben. Beim rechtswidrigen Verein gibt es eine solche Haftung der handelnden Person gerade nicht. Ja, wenn ihr mehr zu diesem Thema oder auch anderen Themen rund um den Verein wissen möchtet, dann schaut doch einfach vorbei bei vereinfacher.de. Wir freuen uns auf euch.